Ich glaube, Benny, ein Metier, in dem du dich normalerweise nicht so ganz bewegst. Es ist kalt draußen, viele Leute haben Skianzüge an. Du bist normalerweise im Rennsport unterwegs. Benny Sorg von Sorg Rennsport, was machst du hier in Willingen? Ja, wir sind glücklicherweise eingeladen worden von der Firma Avia, uns das mal anzugucken. Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier, aber immer wieder eine tolle und spektakuläre Sportart. Und diesmal haben sie die Frauen mitgebracht, weil vor 2 Jahren die ganze Erzählerei, da waren die Frauen doch ein bisschen neidisch, oder? Auf jeden Fall. Meine Frau ist sehr wintersportbegeistert und die freut sich, diesmal dabei zu sein. Ich habe dich eben draußen gesehen, dicke Mütze, Handschuhe, dicke Jacke. Wie groß war der Kulturschock? Ihr seid gerade aus Dubai gekommen. Schon heftig. Ne? Also wir machen dann auch immer mit dem Team zusammen 3 Tage Urlaub in Dubai mit Strand und mit Quadfahren in der Wüste. Und da war der Kulturschock und vor allem der Temperaturschock schon immens. Das glaube ich absolut. Dubai, eine richtig coole Nummer. Da seid ihr schon seit vielen Jahren fest mit dabei. Bei der VLN 2017, da hat euer Team ganz gut abgeräumt. Das war erfolgreich, oder? Ja, also wir steigern uns von Jahr zu Jahr und auf eine gesunde Art und Weise. Und das war sehr, sehr befriedigend, das Jahr. Ja. Dubai ist Routineprogramm, das kennt man schon. Und jetzt geht's. Was haben wir jetzt? Wir haben Anfang Februar. Das geht ungefähr in 2 Monaten wieder los, nicht ganz. Wie seid ihr aufgestellt? Von morgens bis abends Licht an in Wuppertal bei Sorg Rennsport oder ist noch alles relativ ruhig? Wir haben früh angefangen mit den neuen Projekten für diese kommende Saison und deswegen läuft es eigentlich recht ruhig, aber schon mit genug Arbeit. Was ist denn neu, werden sich jetzt viele fragen. Gibt es neue Autos, gibt es neue Fahrer? Fahrer ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, aber gibt es ein Projekt, was für euch komplett neu ist? Also nach der Entwicklungsphase dürfen wir jetzt ja den M4 GT4 auch quasi einsetzen. Da war der Dubai die Premiere und das wird auf jeden Fall sehr spannend werden in der SP10 dieses Jahr. Gibt es mehr Autos? Gibt es weniger? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen, was ihr noch nicht erreicht habt als Team? Wo kämpft ihr für? Na, also wir wollen jetzt nicht keine Autoanzahlrekorde brechen, weil wir möchten keine Autovermietung sein, sondern ein Motorsportteam mit einem sportlichen Anspruch. Und da geht es nicht darum, wie viele wir machen, sondern wie gut wir sie besetzt haben. Und da arbeiten wir momentan wirklich mit Hochdruck dran, dass die Autos, alle Autos, die eingesetzt werden, auch sehr gut besetzt sind. Bekannt aus der VLN, der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring, setzt ihr auch wieder Autos in der Serie unterhalb an der RCN, Rundstrecken Challenge, weil für mich ist das so, wenn du auf der Nordschleife anfängst, am besten RCN, VLN, dann vielleicht 24 Stunden Thema Nachwuchsarbeit. Seid ihr da auch wieder vertreten? Ja, wir haben dieses Jahr 3, 4 Neueinsteiger, die im Motorsport völlig wirklich bei null anfangen und da fangen wir wie immer mit der RCN an, weil das bietet sich einfach an, das Feld ist sehr homogen, es wird ordentlich miteinander umgegangen auf dem Feld, auf der Strecke und das passt einfach sehr gut. Der Benny von Sorg Rennsport, ich freue mich genauso wie er auf die Saison 2018, in wenigen Wochen geht es wieder los. Vor 2 Stunden, da waren wir noch ziemlich zerfroren draußen mit Mütze. Schön, dass du hier bist in Willingen und ich freue mich wieder, wenn es am Nürburgring zur Sache geht, auch mit Avia und Sorg Rennsport.